So, weiter geht's. Und auf. Tut sie direkt nach vorne setzen. Dürfte ein Evo sein vor uns hier. So, Hammann. Wir sind jetzt auf dem Sprintrennen. Also haben wir nur einen Versuch. Das war knapp. Können wir gleich mal einen Outlander vorbeifahren, mal gucken, ob wir ein neues Auto kriegen, fahren können. Ist jetzt aber schon lohnend. Ich weiß, die Autos, die ich haben will, die kosten, sind alle Stufe 20 jetzt erreichbar. Glaube ich. 16 oder 20, irgendwie soweit. Deswegen fahre ich momentan noch nur nachts. Der Abstand ist mittlerweile über 2 Kilometer. So, kurze Plakatwand noch mitgenommen. Da ist noch irgendwas anderes. Ein Graffiti. Das ist hier vorne. Mitgenommen. Zack. Gut, dann nochmal hier oben noch ein Rennen, was nicht allzu weit weg ist. Warte mal, kann ich auch jetzt hinfahren? Kann ich überfahren? Ja. Stufe von 160 sein, wir sind mittlerweile über 200. Das ist fies, wenn da jetzt kurz kommen. Scheiße. Darf ich nicht sehen, darf ich nicht sehen, darf ich nicht sehen. Tut er nicht.
Diesmal ist es wieder ein Rundkursrennen mit 3 Runden. Und unsere Freundin spielt, glaube ich, gleich auch mit. Fuck, was ist das für eine Strecke? Ist aber weg. Scheiße, vielleicht habe ich dich gesehen. Du hier ziemlich gut zurechtkommst, ist klar. Gelände. Jetzt komme ich weg. Schön. Der eine hat schon einen an der Wacke. Scheiße! Dass die Scheißkopf jetzt genau wieder mir dran kleben. Ich hab diesen verdammten Wagen wiedergefunden. Nochmal den Fisch aus sich. Gewonnen. So, und ich bin entkommen. Sehr schön. Gesprochen. Da vorne ist die Garage. Die nehmen wir mit. Geld 50.000 und passt. Level 13. 14 sogar direkt mit. Naja, Autos. Was haben wir denn schönes? Okay. BMW 3, Nissan Skyline,
Noch einen. Und ein Porsche Cayman. Okay. Wir düsen trotzdem mal zum Autohändler. Klar, ich mag's hier. GT4, nicht schlecht. Könnte man mal überlegen. Gut, dann habe ich jetzt wieder einige Rennen offen. Wir gucken mal gerade wegen dem. Jetzt gehen wir mal einen Tag und gucken mal nach neuen Autos. So, was haben wir denn hier? Wie viel haben wir denn? 47 haben wir mittlerweile. Ja, toll, ich kann die ganzen Autos natürlich noch nicht leisten. Ich könnte den Dings verkaufen, den Mercedes verkaufen. 187 hat der Porsche. Okay, der hat mal eben kurz über 2,1 Millionen. Was hat denn der? Was hat denn der für eine Stufe? Warte mal, 187 hat der. Ich bin jetzt ein bisschen tune. Gucken, wie schnell ich den Dings kriege. Warte mal. Der Ewald oder 32. Ich überlege mich gerade den Porsche zu kaufen, statt den Mercedes, oder den Mercedes zu verkaufen. Ich fahre noch zurück. Ja. Dann verticke ich den Mercedes, wenn ich, wenn ich gut Kohle bekomme. So. Schnell Reise. So, Garage aufsuchen. Guck, was der uns bringt. Hey, ich hab zu tun, aber mach sie ruhig gemütlich. Die Tuning, warte mal, wie war das jetzt? Präsentation, da war das. So. Meine Garage aussehen. Den gar nicht verkaufen. Okay, kann ich gar nicht verkaufen. Da muss man tatsächlich noch Geld verdienen. Na super. Na gut. Was kostet der Porsche?
Oh, das ist ein Rundkursrennen, okay. Theoretisch wäre das sogar machbar. So, gucken. Bessere Geschwindigkeit hat der. Dann lohnt sich das fürs gar nicht, den umzubauen, zu kaufen. Gut. Was haben wir denn noch Schönes? Haben wir denn hier irgendwie was für uns theoretisch da? Gut, dann fahren wir dahin. Dann machen wir die Mission. Dann holen wir uns Geld. Da ist der Flamingo. Das kann auch wieder ein bisschen Kohle mit den RP. Das ist auch immer gut. Kann man alles gebrauchen. Diese Garage noch. Wäre gut, wenn ich die schon hätte. Da oben ist wieder. Für die Landwirtschaft tun. Was ist das für ein Rennen? Restaurieren? Na, ja, mit. Ab in die Nacht. Hab gerade mit Oskar gesprochen. Er ist total traurig.
Oh. Und das wirst du auch gleich sein. Glaube ich nicht. Frag mich ruhig, falls du irgendwelche Tipps brauchst. Wenn du einen Schlaganfall hast, halt an! Die machen wir noch fertig heute. Die machen wir noch fertig. Ich bin genau da, wo ich sein will. Hinter mir. Das ist gut. Hey, dein Auspuff qualmt ziemlich heftig. Check das besser mal aus. Du bist beeindruckt, oder? Nö. Wie wär's, wenn ich jetzt mal eine Weile die Führung übernehme? Nö, keine gute Idee. Will ich nicht. Danke. Weißt du, ob wir da vorne jetzt gleich im Weg kommen? Wollen hier jetzt alle mitmischen? Ja, scheinbar. Ich hab hier was echt Nettes im Blick. Klebe die Verfolgung auf. Da sind die Informationen über das Zielfahrzeug. Ja, zu deinem AMG mit Fliehsäck zu tun. Okay, Leute. Einer unserer Officer braucht schlagkräftige Unterstützung. Ich tue einfach so, als würde das hier gerade nicht passieren. Upsi. Bisschen verfahren. Komm. Ich hab keine Lust jetzt auf euch. Kannst du nicht endlich crashen? Nö. Der Dirk braucht so schnell wie möglich Verstärkung. Verstärkung ist schon unterwegs. Ihr könnt sie dann später da. Du hast gewonnen. Aber du musst ja nicht nur mich besiegen. Scheinbar nicht, ne? Zwei habe ich. Wie viele sind's noch? Ha! Nur noch eine. Ihr Name ist Jordan. Sie ist gut. Wie wär's, wenn du mitfährst? Sicher? Du darfst doch unseren Sieg nicht verpassen. Stimmt auch wieder. Wir treffen uns dann da. Die Garage nehmen wir noch mit. Naja, zumindest geht's voran. Money, money, money. Na gut. Bienvenido a Casa Rivera. Setz dich und komm erstmal runter.
Na gut, Motor wechseln. Krieg ich den neuen Motor dann schon rein? Okay, ne, ehrlich. Gut, 2.14 haben wir jetzt. Aber das Lied haben wir jetzt mal Feierabend.